Naja, der hatte wieder Glück, ich hatte Lag. Vor allem, ich lade ja gerade Videos hoch, von daher habe ich halt den Ping-Nachteil. What's up? So, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Da ist nix, da ist nix, nix. Nix, nix, nix. Na, gleich wieder ein Portal zur Sicherheit. Sag mal, was war denn das? Komm, geh weg, du Scheißschild. Auf den pack mal, den pack mal. Nein! Bitte nicht sterben. Nein, keine Mana Pots mehr. Das war natürlich kein Problem. Alles easy. Superior Arena Plate. Der hat schon fast mehr Arm als die. Schade, nur eine seltene Armor. Dann behalte ich lieber die. Schade. Und dann gucke ich mal die an. Life Regeneration. Da kann ich noch ein zusätzliche Verzauberung drauf casten. 3 zu Armor, na super. Mache ich mal das da. With Watcher Item with new random properties. Maximum Life, Lightning Resistance. Ja, Lightning könnte hier ganz gut sein, wenn da wieder so Blitzviecher kommen. Und den grünen und roten Sockel kann ich auch, glaube ich, gebrauchen. Motor. Na, ich guck mal kurz. Grün. Change to Flee. Genau. Und wo ist der Slam? Leap Slam. Okay, jetzt haben wir wieder die Chance, die Gegner zum Fliehen zu bekommen. Mit dem Change to Flee. Also nicht Flöhe, fliehen. Was haben wir da? Lightning Resistance, Evasion Rating, Increased Mana Regeneration. Naja. What's up? Ja, what's up? Ich will was verkaufen. Oh, da war anscheinend eine Quest abgeschlossen. You are the true spirit of Makor, the shark. Not the cowardly beast that sinks its teeth into the lonely swimmer. You strike the Waikoam, the canoe, spilling a feast of men into the water. Hunters turn hunted that you dine on at your pleasure. Have this, Makor. Have this? Das hört sich nach einer Belohnung an. Oh. Attack support. Equivalry waiting. Mein passiver Gem, okay. Den muss man mit einer Fähigkeit verbinden. Life Gain, den haben wir ja schon. Da. Red Fire Damage.
20% auf Physical Damage adds and Fire Damage. Den habe ich ja da schon. Ne. Ne, den habe ich glaube ich noch gar nicht. More 30% mehr Melee Damage, wenn full on life. Wann bin ich mal full on life? Sehr selten. Physical Damage to Fire Damage, aber. Enemy Stun Threshold. Verhindert 16% Fire Resistance. 16% erhöhte Qualität von Items, die die Gegner droppen. Ich nehme mal das mit dem. Das mit dem Fire Damage. Dann habe ich noch so einen Fusionsstein, wo ich die Sockel fusionieren kann. Nö, ich glaube nicht. Schade. Na ja, dann wird er mal da aufgehoben. Dann hebe ich den Stein mal auf und dann, ja. Okay, so was haben wir jetzt an Quests? Ah, genau, jetzt müssen wir dahin und in die Kanalisation und was finden. Ich nehme einen Gegenstand, okay. Dann gehen wir mal daher und suchen die Kanalisation auf. Hallo? Ist Guide Loves. Okay, dann suchen wir mal die Kanalisation hier. Ah, da haben wir wieder Besuch. Also die Statuen machen ganz schön Schaden, da muss man echt aufpassen. So, da war doch was Gelbes. Her damit, her damit. So. Also erstmal in Ruhe looten und dann die Gegner angreifen, oder wie oder was? So, wo ist die Kanalisation? Denkst du, dass sie Lightning Damage Armor Maximum Life? Accuracy Rating Life Gained Maximum Life? Rarity of Items Found? Aber die hat mehr Armor. Naja, das lasse ich erstmal so. Wo ist die Kanalisation? Ich suche die Kanalisation. Hallo? Kann mir hier jemand weiterhelfen? Das ist nicht die Kanalisation, da geht's zu den Katakomben. Genau, Katakomben waren da.
Aber ich suche die Kanalisation. Was haben wir da? Da ist ein Eingang, aber das ist die Battlefront, da geht es woanders hin. Genau dahin. Ich suche aber die Kanalisation. Kanalisation, hallo? Eher dann Kanalisation, Kanalisation, wo sind sie? Kanalisation zum ersten, Kanalisation zum zweiten. Hm. Ach, da haben wir das solche Viecher. Oh, scheiße, Bogenschützen, scheiße. Und auch noch aus Bogenschützen. Oh nein, nein. Oh, das ist die Kanalisation. Aber die haue ich jetzt erst noch weg. Ich denke wohl, die können sich mit mir anlegen. Ja, können sie schon, aber sie überleben es halt nicht. Na, so machen wir das. Und da haben wir jetzt die Kanäle. Und dann gucken wir mal, wo dieser ominöse Gegenstand ist, wo wir dort finden müssen. Ja, weil sonst haben wir ja keine Quest mehr. Da ist was. Wenn ihr euch wundert, warum die FPS gerade so schlecht sind in der Aufnahme, mein Rechner läuft gerade noch im Energiesparmodus, das heißt die CPU-Kerne laufen auf 100.000 MHz. Ich habe jetzt bloß Schiss, wenn ich jetzt da was umende, dass die Frames-Aufnahme abspackt, weil dann müsste ich auf den Desktop wechseln und ja. Ja, das ist manchmal ein bisschen komisch, naja. Aber ich denke mal, das ist auch so spielbar, wie ich es gerade zeige. Von daher geht's ja eigentlich. Aber ich habe mich echt gewundert, gestern noch über 120 FPS und jetzt nur noch 40. Das war echt, naja. Mal gucken. Ja, 48, 45. Na, echt komisch. Sonst habe ich immer über 120 gehabt. Aber ich habe ja heute nach den Rechten angelassen und so umweltbewusst wie ich halt bin, habe ich natürlich den Energiesparmodus angeschalten. Und natürlich, weil es halt weniger Strom kostet und weniger Geld. Oh, die Käfer sind neu, die grün. Die kenne ich noch nicht. Na okay, die sterben genauso schnell. Von daher. Eine Cheese. Oder eine Chest, aber Cheese. Oh, da ist noch eine Cheese. Was haben wir da? Noch eine Cheese. Ein Ring, der kann man ja verkaufen. Hm, komische Käfer. Die machen irgendwie keinen Schaden und fallen sofort um. Oh, da ist der Gegenstand. Ich sehe ihn auf der Minimap. Aber erstmal die Viecher hier wegmachen.
Crap, crap, crap. Deliver the Platinum Bus to Hagen. Okay, wir müssen jetzt eh zurück müssen, mache ich mein Inventar voll, dass ich alles verkaufen kann. I cannot carry this. So. Und dann zurück. Zurück in die Zukunft oder so ähnlich. Hagen, Hagen. Wo ist er? Ah, da. The Beatles poet could hide his spoils from Chitness, but not from us, eh? I knew you was the exile for the job. I'm sure you've been more than compensated already for Victorio's stockpiles, but he's a little extra. Care of something I found under a dead man's bed. Why? Just because I like you. Oh, mag mich. Ein Skillpunkt erhalten, yay! Ja, Skillpunkte sind immer geil. So. Genau. Fire Resistance, Gold Resistance. Genau, jetzt will ich auch mal was in Feuer. Dass wir mal wirklich alles ein bisschen was haben. Dann kann ich ja später noch wegen mehr skillen. So. What's up? Ich will was verkaufen. Verkaufe. Und hat aber schönes. Nö. Kein Schwert, kein Zweihandschwert. Das ist schwach. Oh ja, was ist jetzt eigentlich meine Quest? Ich habe keine Quest mehr. Da ist ein Ausrufezeichen. Despite everything else you've done. To let piety live is to threaten the existence of every living thing on this continent. Look to the west of Gravisius's camp. You'll find piety in the Lunaris temple, cowering behind her desecrations. Uh-huh. Okay. Find piety in her laboratory in Lunaris temple and kill her. Okay, so, dann machen wir es mal. Aber ich mache jetzt eine ganz kurze Aufnahmepause, was essen und dann, ja. Ihr werdet die Pause wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, aber ich sag's trotzdem. Und dann bis gleich. Ich mache gleich sofort. So, dann lege ich mal los. Gibt es hier auch Set Items? Nope. So. Ja. Da muss man jetzt echt in so eine. Wie soll ich sagen? Schlampe töten? Naja. So eine Priesterschlampe oder irgendwas? Ne. Es war, glaube ich, gegen die haben wir, glaube ich, schon mal gekämpft, aber die hat sich dann irgendwie verpisst. Weiß er irgendwie geheult hat oder so. So. Ja. Oh, die Gegner sind alle respawned anscheinend. So, lass mal auf die Blitzviecher gehen. Sind wieder ein Haufen. Das sind ein Haufen Viecher. Moment, vielleicht kann ich ja einfach da oben reinrennen. Ach Moment, da war ja gar nicht der Eingang. Ach so, ich war so lange AFK, deswegen ist alles resettet. Hm.
Na ja, mal gucken. Das sieht doch schon mal gut aus. Nee, doch nicht. Da ist doch nicht der Eingang. Ja, ist mal gut. Ne, da bin ich falsch, oder? Oh oh. Komm ich da? Bin ich da richtig? Bin ich da richtig? Hallo? 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 Ja, ich bin da richtig. Ja, sieht ja ganz wohnlich hier aus. Ja, gibt's hier auch Gegner? Oder? Hallo? Oder wäre das jetzt so Slender-mäßig? Oh, da kommst du ja schon. Kommst du, Papi? Haben die den Zombie belebt? Ah ja. Sieht so aus. Genau, da haben sie so einen Reanimator. Quasi ein Hexendoktor aus Diablo 3. Na, allerdings sind da keine solche Blitzviecher. Na, so hart sind die Gegner hier drin jetzt irgendwie nett. Und was wollt ihr zwei? Oh, ein Orange, ne? Oh, und er beschwört ganz große Zombies. Da bleib doch mal stehen, Horst. Und da bekommen wir Besuch. Oh, da ist noch ein kleiner Beschwörer. Und der hat wieder sein Schild aufgebaut, super. Okay, der ist weg. Zack und weg. Und nichts Gescheites getroppt, na super. Da ist er schon orange, da hätte er doch wenigstens mal was Schönes fallen lassen können, zum Beispiel ein neues Zweihandschwert. Also ich spiele ja gerade mit Headset, ich weiß nicht, ob ihr die Hintergrundmusik hört, aber ich muss sagen, die ist echt gut gemacht in dem Spiel. Oder gut ausgewählt, was weiß ich. Ah, auf jeden Fall haben sie da schon ganz schön was richtig gemacht. Stirb, Horst. So, ein neuer Talentpunkt. Ist nämlich da. Super. So, jetzt aber. Life Regeneration per Second. 1,5. Obwohl. Ich wollte doch. Increase Physical Damage with 2 Hand Melee Weapons. Ja, nervt nicht rum, Leute. Schaden with Melee Weapons. Increase Accuracy Rating with 200 Melee Weapons. Was war da unten? Genau, ich wollte zu den Swords back. Da bekomme ich 8% mehr Schaden und da bekomme ich
6%. Na, dann gehe ich erstmal auf die Stärke, obwohl eigentlich mache ich erstmal genug Schaden. Ich kann mal ja was Defensives machen. Fire Resistance, Lightning, Cold. Wäre ich angegriffen? Ja. Equary Rating oder... Oder Fire Damage. Oder Life, 12% Leben. Da gibt es nur 8%. Da bekomme ich dann Life Regeneration. Du bekommst 15% weniger Schaden von Critical Strikes. Das könnte ich eigentlich nehmen. Nö. Ach, ich weiß gerade nicht. Ich weiß gerade nicht so recht. Knockback Distance plus 15%, was auch nicht so toll. Two-Hand Damage. Ah, dann mache ich jetzt das und dann gehe ich erstmal auf die Schwertskills. Ja, und du nervst wieder rum, super. So. Oh, Level Up. Heavy Strike. Oh, habe ich gerade eine Eule gehört? In dem Spiel? Naja. Hä? Ich habe doch gerade eine Eule gehört. Okay, da geht's nicht weiter. Dann gucke ich mal da unten. Oh, da ist noch eine Schriftrolle. Die Identifikation. Ah ja, da geht's weiter. Hallo? Ich bin der Kammerjäger. Ich jage euch. Ich höre die ganze Zeit eine Eule. Aber es hört man wahrscheinlich echt nur, wenn man mit Headset spielt. Level 2. Ich hau dann mal ein Sicherheitsportal hin, weil wenn ich sterbe, dass ich dann wieder da bin. Und nicht außerhalb. Da, Sicherheitsportal. Oh, was sind das für Viechers? Na egal, Hauptsache die sterben schnell. Arena Blade, Call of Wisdom. Okay. Nichts Interessantes Neues. Oh, Feuerviecher.